Gegeben seien folgende Funktionen. Berechnen Sie die lokalen Extrempunkte der Funktion f mit d gleich 2. Klassifizieren Sie die Extremwerte mithilfe einer Seitentabelle von f durch d. So, dann brauchen wir als erstes hier die Ableitung von 27x minus x hoch 3. Letzte Reihe, bitte. 27 minus x hoch 3. Jawohl. Und was mache ich mit dieser Ableitung? Ja? 0. Gut, die setze ich gleich 0. Und das heißt, dann, wenn ich das 0 gesetzt habe, addiere ich auf beiden Seiten 3x² und erhalte 27 gleich 3x², dann dividiere ich das Ganze durch 3, dann kriege ich x² gleich 9 raus. Was kommt dann für das x raus? Ja, bitte? Plus minus 3. Bitte das Minuszeichen nicht vergessen. Für jeden, der jetzt hier kein Minuszeichen hatte, sowas ist in der Klassenarbeit, das kann durchaus für 50% Abzug sorgen. Hier sind es zumindest, hier würde ich sagen, ist mindestens 30% Abzug. So, jetzt habe ich die möglichen Extremstellen, also die x-Werte. Jetzt mache ich meine Wertetabelle. Welche Werte stehen denn in dieser Wertetabelle drin? Ja? Von minus 4 bis 4. Ja, die minus 3 steht drin und die 3 auch. Den Rest brauche ich nicht. Also das heißt, ich kann von minus 4 bis 4 machen, aber die dazwischen, das hat gar keinen Sinn, die groß zu rechnen. Also das heißt, es reicht von minus 4 bis 4 und dann zwischen minus 3 und 3 reicht mir ein Wert, zum Beispiel die 0. Und dann schreibe ich hier die erste Ableitung rein, also minus 3x² plus 27. Also das heißt, da steht das f' von x. Die Wertetabelle, wie lauten die? Ja. Minus 27, 0, 27, 0, minus 21. So, stimmt. Das ist jetzt unsere Wertetabelle von f'. So, was haben wir jetzt? Ja, bitte? Also bei x gleich 0 hat sie... Bei x gleich minus 3. Oder ist das hier doch? Nein. Bei x gleich minus 3 haben wir einen Vorzeichenwechsel von... Minus dort, also beim Tiefpunkt. So ist es. Ich schreibe jetzt erstmal Minimum hin. Bei x gleich minus 3 haben wir einen Vorzeichenwechsel von minus nach plus. Also haben wir dort ein Minimum oder einen Tiefpunkt und der hat die Koordinaten... Minus 3 Strich minus 54. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt schauen wir die halt, plus 3 in dem Fall jetzt an. Ja, da haben, wir dann, da haben wir einen Vorzeichenwechsel von. Plus zu minus, das heißt Hochpunkt. Ja, ich schreibe Maximum hin, aber es ist richtig. Also weiter bitte. Und dann ist bei Punkt 3 Strich 4 in dem Fall ein Hochpunkt. Jawohl. Also bei x gleich 3 haben wir einen Vorzeichenwechsel von plus nach minus. Daraus folgt, wir haben einen Hochpunkt bei 3-54. Dass das hier minus 54 und das plus 54 ist, kann man das auch bei der Aufgabe erahnen. Warum ist das so oder ist das Zufall? Ja, bitte? Weil beide gleichzeitig wechseln von 0. Ja, kann man besser ausdrücken. Welche Eigenschaft hat denn diese Funktion? Die hat eine Eigenschaft, haben wir am Anfang des Schuljahres gemacht. Der Graph der Funktion ist punktsymmetrisch zum Ursprung und das bedeutet, die Funktion sieht irgendwie so aus. Hier ist der Ursprung und dann haben wir hier unseren Tiefpunkt und aus Symmetriegründen liegt der dann genauso weit unter der x-Achse wie der hier über der x-Achse liegt. Das heißt, so sieht die Funktion etwa aus.